einstellen! Da können wir den Deutschen gleich sagen, dass wir hier sind. Wir können sie nicht weiter durch den Wald jagen. Wir müssen die Taktik ändern. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Company of Heroes 2. Halten Sie durch! Eins unserer Aufklärungsflugzeuge ist im Anflug. Habe ich ja viele Truppen bekommen, danke dafür. Ah ja, klar, natürlich. Die schön dicke, fette Pack. Die Reste der deutschen 9. Armee werden versuchen, unsere Linien zu durchbrechen und zur 12. aufzuschließen. Wir werden sie abschneiden und das verhindern. Zuerst sichern Sie die Straße nach Halbe. Sobald Sie die Versorgungslinie aufgebaut haben, rücken Sie durch den Wald vor und kreisen Sie die Stadt ein. Die Deutschen haben sich dort verschanzt und warten auf eine Chance auszubrechen. Wir lassen Sie nicht entkommen, Genossen. Denken Sie daran, was Sie unserer Heimat angetan haben. Unserem Volk. Wir werden keine Gnade zeigen. Alles klar, machen wir nicht. Wow, da krieg ich echt viel. Danke dafür. Vor uns liegt eine starke deutsche Verteidigungsstellung. Sie müssen das Territorium sichern, bevor unsere Streitkräfte vorstoßen können. Kommt der gerade zu mir? Ah, die stehen da nur. Okay, okay. Ich hab trotzdem nicht viel, ne? Wir reißen unsere Panzer in Stücke. Erledigen Sie sie, dann kann ich gepanzerte Verstärkung schicken. Können wir bauen? Schade, wir können nicht bauen. Hätte ja sein können. Ah, die kommen doch zu mir, lol. Feuert Gewehrgranate, machen wir bitte nicht. Genosse gefallen. Hä, der schickt gerade voll viele. Übertreib. Direkt eine schöne Vierlingsflak drauf, perfekt. Putz. Mehr Truppen davon. Mehr hiervon. Mehr davon. Frischfleisch ist angekommen. Bereit. Was gibt es? So, müssen wir eigentlich wieder einfach reingehen, oder? Ich weiß, es sind nur Packs theoretisch. Ich würde sagen, rein. Mörser bereit für. Lasst uns den Mörser da hinten aufstellen. Den können wir eh nicht vorschicken, wie diese dicken, fetten Megapack da. Frontowiki-Trupps zur Disposition. Okay. Ja, ja. Hatte ich mir jetzt irgendwie besser vorgestellt, bin ich ganz ehrlich. Oh boy. Ach, wenn die sterben, ist echt auch scheißegal, oder? Wir haben ja eh davon unendlich, die kosten nichts. Das wiederherstellen kostet mich eher schon Geld. Also scheißegal. Der Feind hat noch einen Infanterietrupp getötet. Ja, der ist fast hinüber. Genosse, wir haben Ihre Panzerabwehr ausgeschaltet. Gut gemacht, Genosse. Panzerunterstützung wird zu Ihrer Position entsandt. Okay. Ja, immerhin das. Ja, scheiß auf die, ganz ehrlich, scheiß auf die Infanterietruppen. Die zu replenischen kostet mich so viel. Tapfere Infanterieeinheit hat das ultimative Opfer gebracht. Einer? Ein einziger? Boah, ist eine Verarsche. Na gut. Komm, du machst das wieder erstmal diesen komischen Bunker kaputt. Nicht mein Mörser. So, rein da. Ich kann ja auch nichts hinschießen, ne? Kein. Was bist du denn? Oh, Bomber! Super! Perfekt. Ich heile die nicht, die Jungs. Ganz ehrlich, scheißegal. Das ist echt scheißegal, ganz im Ernst. Lieber neue dazu holen. So, der Bunker ist im Arsch. Sehr schön. Gut. Schön, dass wir gehen. So, und schon ist Ruhe hier. Schön.
Infanterietrupps sind eingetroffen. Dahin gehen bitte. Unterwegs. Pioniere unterwegs. Oh, Panzerschrecks. Holen wir uns zurück, was uns gehört. Nice. Siehst du, wir haben trotzdem 3 Truppen. Ich sag ja, neu holen ist einfach viel besser, als sie zu bezahlen. Ganz im Ernst. Oh, moin. Ach so, ja, wenn es weiter nichts ist. Zu weit, um uns zurückdrängen zu lassen. Schwere Panzerunterstützung unterwegs. Oh mein Gott, hier der Slip. Wir müssen unser Hauptquartier beschützen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich hätte natürlich auch die Dinger hier nehmen können, aber ich will da gar nicht erst reingehen. Die du... Oh! Pronto-Wiki-Trupps sind eingetroffen. Moin! Wo kommt ihr denn her? Unser Kommandoposten wird angegriffen. Die da unten können wir uns ruhig nehmen. Die große will ich nicht, weil die ist halt nicht fahrbar. Was total dumm ist, weil die hat eigentlich Reifen. Der hält ganz schön viel aus der Panzer, der Komio. Achso, die Raketen, wir vertreffen ihn noch gar nicht. Stark. Nice, danke. Ausgezeichnete Arbeit, Genossen. Wir haben jetzt die Kontrolle über die Straße. Danke. Sie brauchen Mörserunterstützung? Frontowiki-Trupps sind eingetroffen. Wir haben den strikten Befehl von Marschall Konne, Festungen zu meiden und unseren Vorstoß nach Berlin fortzusetzen. Aha. Teilen Sie Ihre Streitkräfte in 2 Gruppen auf und kesseln Sie die Stadt ein. Aufteilen bin ich kein Fan von. Wir müssen beide Ausgänge der Stadt kontrollieren, okay, wenn wir die Feiglinge davon abhalten wollen, zu flüchten. Kann ich jetzt bauen? Ich kann nicht bauen, gut. Super, dann machen wir. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Deutschen unseren Plan durchschauen. Nutzen Sie alle Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen, um die Ausgänge sofort zu sichern. Das sagst du so einfach. Pioniere stehen bereit. Dann schauen wir die mal auf, weil die haben beide Raketenwerfer. Frontowiki-Trupps sind eingetroffen. Ja, scheiß mal das drauf. Pioniere haben wir 2. Dann geht einer dahin. Ihr könnt noch was anderes bauen, oder? Was könnt ihr noch bauen? Hier, kommt für die Kanonen, machen wir noch einen. 4... Ach, das geht sogar auf Zeit! Oh mein Gott! Sollen wir etwas sprengen? Wir brechen auf. Abrücken. So, 2 Trupps aufteilen finde ich eigentlich nicht so geil. Einsatzbereit. Aber gut, 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 gut. Du gehst links. Du gehst rechts. Ich brauche noch ein Halbkettenfahrzeug. Das habe ich aber zwar hier nicht drin. Wir machen mal 2 MGs. Die haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. Komm. Und statt ein paar... ja, wir machen noch ein Halbkettenfahrzeug links zum Nach... Wobei... Weißt du, was eigentlich scheißegal, weil es sind eh nur Frontowiki-Truppen. Ganz im Ernst, drauf geschissen. Wir machen lieber 2 Kanonen. Dann schicken wir eine links und eine rechts mit. Auch wenn wir die hier haben, ist egal. Wir schicken trotzdem unsere eigene noch mit. MG-Trupp erwartet Befehle. Und einen Mörser hätte ich gerne auf beiden Seiten ein. Dann kann der damit gehen. Und ja, ne? Sollen wir etwas bauen? Kannst du gerne machen, aber nö. Das brauchen wir eigentlich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder? Nö, die brauche ich nicht. Gehen hier vielleicht? Für die Isu? Wobei die eh sauteuer ist, ne? Ich würde sagen, nö. Ach, weißt du was? Doch, bau mal. Hab ich jetzt 3 Pioniere? Wieso hab ich denn jetzt 3 Pioniere? Hä? Ich kriege hier teilweise Truppen durch, ich weiß nicht woher. Also egal. Panzerabwehrkanone bereit zum Einsatz. So, ihr seid die 2. Oh, da sind schon Gegner. Nett. Wir werden angegriffen.
Der Einzige, den ich schieße, ist wieder der Mörser. Klassiker. So. Da geht noch ein MG mit rein, bitte. Da die zwei Fahrzeuge haben, schicken wir mal da beide Pioniere mit, würde ich sagen. So, das sind unsere zwei. Unser Kommandoposten wird angegriffen. Und ihr geht alle links lang. Sie haben Soldaten bereit. Du gehst auch noch mit dahin. So, haben wir jetzt alle den Truppen drin. Sehr schön. Wir können natürlich gleich einzeln schon erstmal nur die Gruppen zuweisen, weißt du. Fehlt bei euch noch irgendwas? Pionier, MG, Kanone. Sieht eigentlich gut aus, oder? Wir könnten nochmal, wenn wir Bevölkerungslimit hätten. Ja, wobei haben wir nicht unbedingt. Jagdpanzer bereit zum Einsatz. Ne, wir sparen uns das übrige Bevölkerungslimit mal. Dann speichern wir mal hier ganz kurz. Weil die Zeit ist dann doch ein bisschen gegen uns. Wir haben jetzt schon 10%, bevor ich auch losgegangen bin. Perfekt. 13%, um genau zu sein. Dann gehen wir. Ich habe auch kein Aufklärungsflugzeug, ist ein bisschen ungünstig, aber. Einfach mal vorgehen. Einfach mal ein bisschen nach vorne laufen, weil ich denke mal, es wird eh nicht so stark verteidigt sein. Wäre irgendwie sinnlos, oder? Weil wir wollen die ja umrunden, noch wissen die, dass wir da sind. Jetzt stecken wir in der Scheiße. Deutsche am Waldrand! Wie geht's, ne? Der muss drauf gehen. Perfekt. Geht aber. Perfekt. Da ist ein Stock. Wer ist der Einzige, der es nicht hinkriegt? Der Jagdpanzer. Ein Klassiker. Komm bitte, Kumpel. Danke. Optimal. Ja, auf die Karre scheiß jetzt was. So, komm da auf den Punkt. Ihr geht auf den Punkt. Einfach mal vorwärts. Proto-Wiki-Trupps sind eingetroffen. Auf Rückzug steht die Todesstrafe. So, einfach mal laufen. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, mit dem Mörsern eingreifen ist, glaube ich, besser, als sie mal manuell laufen zu lassen. Ist nur so ein Gefühl. Weil die dann auf maximale Reichweite mal stehen können, weißt du? Ich hätte die immer manuell vorgeschoben. Eigentlich wäre das total dumm. Strafbataillone eingetroffen. Wir sind im K.O. Und wenn jemand stirbt, ganz ehrlich, scheißegal. Komm, killt ihn. Ja, tschüss, Pionier. Ja, ist egal. Einfach rein. Die stehen auch genau auf einen Punkt drauf, ne? Ist richtig gut. Bitte triff dahin. Wirf Molotow. Komm schon. Ja. Putz, Junge. Hier links sieht's echt gut aus. Sieht echt gut aus. Haben wir links noch einen Pionier? Nee, na, den, der ist ja gestorben. Hm. Tja, dann geht's dem Panzer wohl nicht mehr so gut. Wir machen mal auf beiden Seiten Pionier nach. Wir müssen sie jetzt auch nicht verschwenden, die Panzer, ne? So, da oben bietet sich nochmal an, so ein Ding hinzuschicken. So, rein. Die schicken Verstärkung aus der Stadt. Gefühlt hat der Flieger jetzt gar nichts gemacht, aber hey. Hat der Flieger irgendwo auch getroffen? Straftruppen stehen bereit. Ich glaube nicht. Hat das ultimative Opfer gebracht. Pioniere einsatzbereit. Komm, schön in den Dreiertrupp rein.
Okay, da kommt doch mehr, als ich gedacht habe. Wir haben einen Mörsertrupp verloren. Gebe ich zu. Der guckt doch wieder in eine ganz falsche Richtung. Optimal. Was muss getan werden? Es ist ja so dumm, ne? Strafbataillon erwartet Befehle. Also hier links geht's. Geh mit da rein. Du stellst dich jetzt bitte mal da, weil irgendwie rafft er es nicht ganz. Oh. Der kann einfach runterlaufen hier. Nice. Gut, 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 gut. Luftunterstützung durch Stormoweg verfügbar. So, den Trupp 1 geht's auf jeden Fall echt gut. Setzen Sie diese Feiglinge gut ein. Ja, machen wir. Haltet die Stellung fürs Vaterland. Machen wir. Was muss getan werden? So, der Replenish Point ist jetzt ein bisschen weiter vorne hier. Hier links gleich hoffentlich auch. Heilen bitte. So, auf geht's. Wir könnten hier noch eine Kanone mitnehmen, hätten wir vorher was gewusst, hätte ich die gleich bauen müssen. Nice. Machen wir noch eine rechts. Stehen bereit. Keinen Schritt zurück, Genossen. Zack. Hier ist noch eine zweite Kanone, die nehmen wir mit. Heilen bitte. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Doch, geht gut voran. Wir haben jetzt noch nicht mal die Hälfte und. Au. Weißt du was? Wir haben so viel Kohle. Wir machen nochmal zwei Fahrzeuge. Weil wir sind sehr weit weg von unserer Basis. Aber ich hoffe, ich muss nicht alle 5 Punkte verteidigen. Weißt du, dann nach eh was kommen. Und entweder greifen wir die in der Mitte an, weil wir die eingekesselt haben, oder die kommen raus. Eins von beiden. Safe. Muss ja. Aber wenn wir alle 5 Punkte verteidigen, da, boah, ich meine, das geht von der Position her, glaube ich, weil wir bei beiden irgendwie hier, ja gut, hier ist kein Verteidiger, aber hier haben wir zumindest noch ein paar Säcke übrig. Geht, geht. Trotzdem nicht schön. Ja. Strafbataillon erwartet Befehle. Auf Rückzug steht die Todesstrafe. Was muss getan werden? Wir schicken trotzdem erstmal alle nach ganz oben. Aufteilen können wir danach immer noch, falls wir genug Zeit haben. Hoffe ich jetzt aber mal. So, du teilst dich mir bitte ganz kurz auf. Und den anderen schicken wir weg. Alter. Der fährt quer durch. Optimal. Das ist smart. Richtig smart. Ja, der ist im Arsch. Das war ja richtig unnötig, Mann. Das war ja richtig unnötig. Ciao. Da rennt er. Ich glaube, wir nehmen noch ein MG mit. Straftruppen stehen bereit. Haltet die Stellung fürs Vaterland. Macht Stellungswechsel. Ja, Genosse. So, erst nach rechts, dann nach oben, bitte. Da ist eine Panzerschreck. Mitnehmen, bitte. Ist hier noch ein MG, was wir mitnehmen können, theoretisch? Nee, ne? Da unten war eins. Das weiß ich. Brauchen Sie einen Selbstmordtrupp? Immer weiter. Ja, hol dir das bitte. Wir haben jetzt Zugriff auf Straftrupps. Setzen Sie diese Feiglinge gut ein. Da rein. So, zwei MGs. Mörser haben die hier links gar nicht mehr, oder? Oh, hoppala. Machen wir noch einen Mörser. Noch ein, müssen wir so zwei Mörser auf jeder Seite haben, finde ich eigentlich ganz gut. Zwei Mörser, zwei MGs und zwei Kanonen. Das sollte doch zum Verteidigen ganz gut sein und zum Angriff auch ganz gut, also beides nice. Jeweils einen Panzer und jeweils ein Halbkettenfahrzeug. Da bin ich zufrieden mit. Können wir da reingehen? Oh mein Gott.
RAF-Bataillon erwartet Befehle. Keinen Schritt zurück, Genossen. Das ist gut. Der Wahnsinn. Ich brauche zwar gerade echt viel Zeit, um jetzt hier hin und her zu laufen, aber so ein bisschen organisieren muss auch mit drin sein. Und noch sind wir locker easy da drin. Ich meine, die ersten Punkte, wobei wahrscheinlich sind die zweiten Punkte jetzt übel schwer einzunehmen, aber ist egal. Kannst du den schon mal reparieren? Nice, wir können ihn echt snacken. Gönn dir. Geil, Mann! Wir haben echt eine Stück geklaut. Edel. Oh, ciao, Teil. Putz. Bei uns immer so rum. Easy. MG bereit. Da, da. Haben Sie einen Verwendungszweck für diesen zwei. Und den lassen wir reinhauen. Truppen werden nun versetzt, um frischen Rekruten Platz zu machen. Da müssen wir exakt 130 haben, sogar witzigerweise. Hätten wir gleich wegschicken müssen, den Typen. Also egal. Ciao, mach's gut. Da geht er. Hui. Bis auf nimmer Wiedersehen. Blub. Weg ist er. Komm hier eins zur Stelle. Ja, Genosse. Zwei. Habe ich nicht was von 222 gesagt? Ach so, die Mörser. Genau. Ach, die passen nicht mehr ins Bevölkerungslimit rein. Das ist ungünstig. Brauchen Sie einen Selbstmordtrupp? Jagdpanzer bereit. Tja, das ist erstmal egal. Ich habe auch mit der Stuck nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Einfach mal weitergehen, komm. Wir speichern mal ganz kurz und dann gehen wir einfach weiter. Komm, ist scheißegal. Wenn irgendwas stirbt, wir haben so viele Punkte gerade unten, wenn ich gerade mal hingucke. Wir haben heute 1800, 350, 400 und wir haben alles voll. Richtig gut. Gefällt mir. Also eine Stuck ist schon edel. Und da geht's wieder los. Perfekt. Wo ist denn der Pionier? Achso, der ist ja hier hinten. Oben kriegen wir die Jungs. Weißt du was? Mach mal. Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Nur für so. Ich würde ihn ja gerne so da reinsetzen. Was geht da denn? Ich weiß nicht, sehe. Geh mal kurz rein gucken. Ja, so ist gut. Wenigstens zwei, die wir treffen. Ah, jetzt ist er eh tot. Die Deutschen sind in der Stadt gut verschanzt. Halten Sie also Abstand. Oh ja, okay. Da war ein MG im Haus auf jeden Fall. Da rechts ist ein Mörser. Oh, hier links ist was gestorben auf jeden Fall. Hoppala. Mindestens der Pionier auf jeden Fall. Egal, wir haben jetzt auf jeden Fall die zwei Mörser. Huch, was geht denn da ab? Warte, bevor die jetzt wieder gleich über die Mitte laufen, lass die erstmal nachher links laufen. Oh, hallo. Weißt du was, ich brauche ich nicht. Geh da rein. Auch wenn du drei Sterne hattest, ist mir scheißegal. Das ist ein Scharfschütze, lol. Ich glaube nicht, dass das alles Zivilisten sind. Okay. Im Zweifel schießen. Ja, Klassiker. Im Zweifel schießen. Einfach rein. Ich hätte gerne noch einen Pionier für links. Das war kein Gegner für uns. Ja, Genosse. So, rein da. Das war's hier links, oder? Sehr schön. Oh mein Gott. Bereit zum Bauen und zum
Oh mein Gott. Weißt du was, komm, geh einfach rein. Ich würde so gerne einfach hier einen Bomber reinsetzen, ohne Scheiß, aber es geht da dann nicht. Wir haben einen der Ausgänge gesichert, Genoss Oberst. Gut, achten Sie auf Deutsche, los, vorwärts. Und sichern Sie den anderen Ausgang. Einfach rein. Okay. Das geht, sehr schön. Perfekt, der ist RIP. Noch ein. Der Feind hat eines unserer Fahrzeuge. Nein, nicht den, nicht den, nicht den, bitte nicht den. Nein! Reparier ihn. Der ist scheißig, aber reparier den. Wir haben eines unserer Panzerfahrzeuge verloren. Oh Gott, hier rechts geht's gerade RIP. Das ist der Beweis. Das ist ein neues Halbkettenfahrzeug ist eingetroffen. Sehr schön. Noch mal ganz kurz zum Bataillon dahin. Auf Rückzug steht die Todesstrafe. Komm, schieß. Nice. Ja, warte mal noch mit nur einnehmen ganz kurz. Wir haben noch 30%. Eben ganz kurz die Armeen wieder aufbauen. Weil da wird safe was passieren. 100 pro. IL-2 bereit und beladen, um den Feind zu zerstören. So. Du stellst dich dahin. Jetzt Zugriff auf Straftrupps. Setzen Sie diese Feiglinge gut ein. Kann ich eigentlich irgendeiner von euch bauen? Der steht eigentlich ganz gut da, muss ich sagen. Das ist eine Panzerschreck. Ja, Genosse. Könnt ihr bauen? Nee, ne? Haltet die Stellung fürs Vaterland. Egal. Stell mal einen MG noch hin. Die Mörser kommen hier in den Wald. Gut gemacht, Genosse. Falls man das Wald nehmen kann. Ratten können jetzt nirgendwo mehr hin. Scheiße. Okay, die sind smart. Angeblich versucht die 9. Armee der Deutschen, den Rückzug nach Westen anzutreten. Okay, Rückzug. Okay, dann gehen die raus. Sie nicht entkommen lassen. Halten Sie die Straße und die Eisenbahnstrecke und verhindern Sie, dass Deutsche durchkommen. Straße und Eisenbahnstrecke. Okay, Eisenbahnstrecke sehe ich hier. Bereit machen zum Stellungswechsel. So, Mörser verpissen. Die Deutschen sind sich der Einkesselung noch nicht bewusst. Wir werden sie überraschen, wenn sie die Evakuierung vornehmen. Gut so. Okay. Ah ja, optimal, der kommt einfach von hinten. Sehr schön. Richtig gut. Ah, geht aber. Genosse, Bewegung in der Eisenbahnstrecke. Ein Infanterietrupp wurde getötet. Perfekt. Tod statt Rückzug. Richtig gut. Dann stellen wir den dahin. Ist aber gut zu wissen. Der stellt sich da hinten hin. Schön in die Deckung. Und du gehst da rein. Komm einfach rein, da ist egal. Wir haben jetzt Zugriff auf Straftrupps. Setzen Sie diese Feiglinge gut ein. Du nimmst sie den? Ach, da kommen sie auch. Also die kommen echt von beiden Punkten, okay. Das ist ja okay. Okay, der ist fast RIP. Ist halb so wild. Dann die Kälte. Ach, übertreib nicht. So, Pionier geht nach oben, bitte. Straftrupps sind nun verfügbar, um fürs Vaterland. Ach, man kann die reparieren, hoppala. Machen wir das mal. Ich weiß nicht, ob es Soldaten sind. Sollen wir sie ziehen lassen? Ich habe ihnen gesagt, dass sie schießen sollen. Klassiker. Schießen sie, bevor sie uns erschießen. Was muss getan? Die Feuerwehr! Flammenwerfer!
Habe ich irgendwie nicht anders erwartet. Beeilt euch bitte. Die kommen halt einfach durch, weil die so die Masse haben. Gott sei Dank. Wäre der jetzt nicht geflohen, wäre der durchgekommen. Ist das dumm. Wäre aber schon frech gewesen, wenn der Zweck gekommen wäre, bin ich ehrlich. Hey, das sind 5 geflohen! Wo, wann, wie? Hä? Frech. Pioniere einsatzbereit. Bewegung. Was muss getan? Wie auch immer der das Ding gekriegt hat. Gemeinheit. Wieso kommen die eigentlich von da? Oh mein Gott, ja, der macht mit einem Flammenwerfer einfach 3 Trupps down. Nice. Sehr gut. Hey Leute, da fliehen die ja auch hier so außen rum. Was ist das denn für eine Frechheit? Ja, der kommt viel zu spät an. Der kommt eh von der Basis unten geflogen oder so. Hey, die kommen ja von hier außen. Setzen Sie diese Feigling. Haltet die Stellung fürs Vaterland. Hey, wie frech ist das denn? Dann streckt ihr euch nicht richtig aus. Hey, die kommen ja von ganz, ganz links so auch. Hä? Was ist das für eine unfaire Kacke? Oh, die sind alle RIP. Haben wir hier einen Pionier links? Nee, ne? Nee. Tja, dumm gelaufen. Bereithalten, Genossen! Die Deutschen sind noch nicht erledigt! Das war trotzdem massiv unfair jetzt gewesen, dass die da 5 Truppen fliehen lassen konnten. Straftruppen stehen bereit. Frech. Keinen Schritt zurück. Von was da auch alles kommt, das ist der viel mehr, als ich hab. Ich bin froh, dass ich meine Truppen aufgeteilt habe, ey, ohne Scheiß. Stell dir vor, du hättest sie jetzt alle auf eine Seite gehabt, dann wär's, das wäre RIP. Du hättest ja niemals außen rumlaufen können in der Zeit. Ja, genau! Was? Sturmobjektziel bestätigt. Bitte, was? Rodina, haben wir noch ein Fahrzeug verloren. Oh mein Gott. Strafbataillon erwartet Befehle. Oh mein Gott, was geht hier ab? Steht die Todesstrafe. Wir haben einen MG-Trupp verloren. Maxim geladen und entsichert. What the fuck, Alter? Luftschlag wurde autorisiert. Die fliehen nicht, die machen eine Invasion, Junge. Das ist doch keine Flucht, von der wir hier reden. Wir haben jetzt Zugriff auf Straftrupps. Setzen Sie dies. Haltet die Stellung fürs Vaterland. Ja, WTF, Alter, die reden hier von Flucht die ganze Zeit. Das ist eine riesen Invasion, die dich hier schickt. Alter. Ich komme nicht mal mehr hinterher, die zu replenischen hier, Alter. Wir haben Verluste bei den Fahrzeugen. Ach so, bei den Fahrzeugen, ja, ist. Straftrupps sind nun verfügbar, um fürs Vaterland zu sterben. Keinen Schritt zurück, Genossen. Feindliche Infanterie. Der Knopf ist nicht mehr in der Karre, oder? Das wäre gemein. Nee, nicht in die Luft jagen, bitte. Oh, eine Granate. Sehr schön. Anscheinend haben die Deutschen aufgegeben. Aufgegeben, Alter. Sollen wir in die Stadt vorrücken, Genosse Kommissar? Das nennen die Flucht. Unsere rückwärtigen Streitkräfte werden sich darum kümmern. Gut ein.
Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich meine Truppen aufgeteilt habe, ne? Und ich dachte schon, die kommen über alle vier Gänge so, aber... Boah, Junge! Sie starben zu Tausenden, um sich den Amerikanern zu ergeben. Aber den Generälen ging es nur darum, Berlin zu erreichen. Egos töteten Männer, die nicht hätten sterben müssen. Ich nehme an, Egos waren im Spiel, Genosse. Aber es war wichtig, Berlin vor den Briten und Amerikanern zu erreichen. Die Zukunft der Sowjetunion hing davon ab, dass die Deutschen sich uns ergaben, nicht unseren Verbündeten. Jojo, ah, die Mission fand ich aber echt schwer. Das Fehlerpotenzial ist ja riesig. Ich hätte jetzt echt sau Glück gehabt. Hätte nicht am Anfang gesagt, teile deine Truppen auf, hätte ich es nicht gemacht. Stell dir vor, du hättest alle Truppen auf einer Seite gehabt. Das wäre ja RIP gewesen, aber instant. Da hättest du ja gar keine Chance mehr gehabt. Du hättest ja niemals, never ever, hättest du in dieser Zeit es geschafft, die Truppen auf die andere Seite zu schieben. Dann wären doch einfach weggegangen. Vor allem auch die Massen, die nennen das Flucht, Junge. Alter. Also ich bin froh, dass ich es geschafft habe, aber frech, dass da 5 durchgekommen sind. Wobei, man könnte auch so sehen, Glück, dass da nur 5 durchgekommen sind. Nun gut, Dankeschön fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.